Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, und schön, dass ihr wieder da seid. Eine weitere Folge jagt mich. Und zwar heute ein kleines Special. Im Hintergrund seht ihr den DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Und zwar verschiedene Modelle. Das Ganze ist ein Add-on-Pack, was ich sehr geil finde. Der Typ da drüben rastet ein bisschen aus. Hier vorne sehen wir den DeLorean. Oh Gott, BT. Namen vergessen, muss ich mir kurz nachschauen. Wie heißt er nochmal? BTTF. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, warum das heißt, aber so heißt er halt. Ihr seht auch selbst, das ist das ganz. Das gleiche Modell wie aus dem Film. Müsste, oh Gott, jetzt muss ich irgendein zweite Teil sein. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Modell. Sieht einfach fucking awesome aus. In der Mitte steht ein normaler DeLorean. Ich gucke nochmal kurz im Spawn-Menü nach. Das ist der DMC-12. Vielleicht wisst ihr ein bisschen mehr als ich und könnt mir das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Auch das Kennzeichen ist geil, Outer Time. Auch ein sehr schönes Modell. Und hier drüben steht nochmal der erste. Nur, der große Unterschied ist dieses Ding hier. Passt mal auf. Fliegt. Wie es sich auch von einem DeLorean gehört. Nur ich muss aufpassen. Schwer zu steuern. Auf jeden Fall werden wir die heutige Jagd-mich-Folge mit diesen drei Fahrzeugen machen. Ich würde sagen, wir fahren mal mit dem normalen los. Danach werden wir den anderen fahren und dann fliegen wir am Ende durch die Gegend. Und bin mal sehr gespannt. Als Waffe nehmen wir heute mal. Ach, wir suchen so eine coole Waffe aus. Ich habe gedacht, ich nehme diesen Typen, der sieht ein bisschen aus wie der Mad Professor. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und jo, dann bis gleich nach dem Intro. Ich habe mir jetzt einfach mal spontan alle Waffen gegeben. Warum denn auch nicht? Schauen wir uns das Modell auch nochmal von innen an. Sehr geiler Sound. Oder? Von DeLorean. Auch die Rückspiegel sind wieder top. Gute Qualität der Rückspiegel. Finde ich auch immer ganz wichtig. Und die Fahrzeuge haben halt wirklich eine sehr, sehr schöne, soll ich sagen, sind sehr detailgetreu nachempfunden. Und wow, der Sound ist echt nice hier von der Karre. Geht auch gut ab, muss ich sagen. Kann man gar nicht sagen. Oder? Wir haben natürlich jetzt auch wieder unser Super C4 dabei. Das werden wir gleich mal ausrüsten. Sorry. In 3, 2, 1. Ihr seht den DeLorean, der hebt jetzt schon ab, ohne dass er überhaupt fliegen kann. Der kriegt auf jeden Fall hier wieder ordentlich. Ach Gott, diese Explosion immer. Zieht euch mal rein. Das ist ja wie im Actionfilm. Michael Bayless grüßen, Leute. Ist vielleicht ein bisschen too much, aber gut. Slow Motion Ende. Okay, das Auto brennt wieder. Oh, das war knapp. Gleich mal wieder reparieren hier. Und zwar Vehicle Options Fix and Clear. Sonst ist diese Folge wieder. Oh, ganz schnell vorbei. Alter Schwede, ey. Diese Druckwellen immer. Von diesem Mini C4. Seht ihr das? Da hinten ist auch noch ein Auto an uns vorbeigeflogen. Jesus Christ, ey. Auch die Dixie-Klos haben wir umgeschmissen. Skandal, ey. Aber guck mal, der Hase hat's überlebt. Oh, die, was ist das? Also so ein Flocken. Ich dachte, da liegt ein Baguette. Stell dir mal vor, da wäre jetzt ein Baguette gelegen. Oh, le Baguette, le Explosion, le. Ich habe keine Ahnung, wie man auf Französisch redet. Was? Airborne and Engage. Komm hier da vorne. Hier, Rohrbombe. Warum rennen da vorne irgendwelche Leute rum? Süß, die Explosion der Rohrbombe. Oh, oh, da kommt schon der Erste. Nein, 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 ich fand DeLorean, verpiss dich. Hier kriegst du Tränengas, du Arsch. Die kriegt auch Tränengas. Interessiert es die überhaupt da vorne, das Tränengas? So gar nicht. Oh so, ich habe schon drei Steine mit dem Kopf hinter mir, mit einem Helikopter. Oh, kann ich da hoch? DeLorean, flieg! Ah, so ungefähr. Und flieg! Und flieg! Und flieg! Oh, okay. Ich glaube, da kommen die nicht hoch, weil die zu blöd sind. Dafür können wir jetzt ganz easy hier oben mal den Typen. den Typen vom Himmel holen hier. Goodbye. So eine Explosion habe ich mir auch noch ins Normal angeguckt. Wo fallen denn gerade die Leute runter? Hier war doch irgendwer da drin gesessen. Wo ist der denn? Also im Helikopter sitzt keiner mehr, oder? Nee. Doch einer sitzt noch drin. Aber da saß dann noch ein zweiter.
Bin ich blind? Warum sehe ich den denn nicht? Na gut, rest in peace. Rein in den DeLorean. Und finde ich ja witzig, dass die da unten nicht hochkommen. Oder fahren die, ja, die fahren außen rum, ne? Die fahren wirklich hier außen. Wohin fahren die denn? Da unten sind die irgendwo, ne? Gucken, ob ich die mit meinem... die da irgendwie treffe. Wo stehen sie denn jetzt? Hinterm Baum, um die sich versteckt oder was? Spaß, ne? Ich sehe die nicht. Da müssen aber ganz viele da unten sein, oder? Hm. Okay, da sind auch einige. Okay, der Reif schießt natürlich mit Feuerwerk auf die. Komm schon, wechsel doch wenigstens die... Da wollte ich hin. Oh Gott, da ist der Polizist direkt neben mir. Absturz. Jo, ihr sollt jetzt vielleicht mal wegfahren. Nachdem ich hier drei Helikopter mit Raketen oder mit Bazookas in die Luft gejagt habe, ist vielleicht mal Zeit abzuhauen. Ich denke, jetzt wäre... okay, wir machen das auf jeden Fall später mal so. Ich werde dann einfach mal das Fahrzeug spawnen mit dem, wo ich fliegen kann. Und dann mal so bei 5 Sternen reinhauen. Mal gucken, inwieweit wir dann da abhauen können. Nein, ich stoppe den Car nicht, Mann. So, C4 Party. Oh, komm schon, rauf da. Und? Alter, die Explosion. Okay, Pause, Pause, Pause. Okay. Den da drüben geht's auch nicht so gut. Also mein Fahrzeug brennt schon wieder, seht ihr da hinten. Deswegen muss ich ihn gleich mal reparieren. Hat funktioniert? Fix, clear, fix, clear. Okay. Mal gucken, wie es gerade hier aussieht. Hier neben mir ist irgendwo... Ach, guck mal, diese Pflocken, die haut's auch immer voll weg. Ah, okay. Ja, guten Tag. Hallo, Herr Polizist. Können Sie mal bitte Ihre Sirene ausmachen? Das nervt ein bisschen. Das sind ja zwei... Guck mal, die zwei Ladies. Die chillen komplett entspannt hier. Ich drehe mal die Kamera so, dass man... Okay, wow, das ist... Wow, was passiert denn jetzt? Okay, ja, gut, das lassen wir mal sein mit der Kamera. Yay! Oh Gott, Leute, ich glaube, das überlebe ich nicht, den Sprung. Und die Ladies hier, die chillen immer noch, ne? Die trinken gerade ein Käffchen oder so. Die unterhalten sich über ihre Periode. Ich weiß nicht. Da unten der Heli... Also, ich glaube, das... Wow, wir sind gelandet. Easy. Sehr gut. Ja, das tut mir wirklich leid hier, dass euer Heli brennt. Wer hat denn jetzt schon wieder auf mich geschossen? Wo kommt denn die... Ah, dieser Helikopter. So, wir fahren immer runter, diesen kleinen Weg entlang. Da habe ich ein bisschen Schutz durch den, Wand, ja. Gutes Deutsch, Ralf. Durch diesen Stein auf der rechten Seite. Aber wir sind auch schon bei 5 Sternen. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Kacke am Dampfen. Boah. Hier lang zu heizen ist auf jeden Fall sehr, sehr nice mit der Karre. Das macht mega Laune. Ein bisschen Ego fahren. Von innen ist der Sound. Wow! Heilige Scheiße. Von innen ist der Sound auf einiges cooler. Ich muss hier leider hoch, Leute. Ich hoffe, ich komme hier irgendwo durch. Oh nein. Kann man da durchfahren? Nein, natürlich ist eine Betongarten, was auch immer, Hecke hier. So, erstmal vom Helikopter verstecken, der geht auf den Sack. Komme ich so wirklich hier raus? Ist das der Plan? Läuft da jetzt der Typ, der kommt da unten die Treppe hoch, oder? Ah, da unten, seht ihr den? Der läuft da. Gucken, wie es da unten gerade aussieht. Also der Typ hier scheint... Ja, der kommt hoch. Der Typ, der jetzt... Oh, der ist weg. Wo ist er jetzt hin? Ich habe fast gedacht, der geht runter, ein bisschen Jetski fahren. Jetzt sind beide weg. Habe ich die jetzt mit der Kamera... Warte mal. Wenn ich durch NPCs durchfliege... Das muss ich mal ausprobieren. Verschwinden die dann? Mal gucken, wenn ich hier durch den Helikopter durchfliege. Nee, die sind noch da. Der hat aber auch schon ordentlich abbekommen, ne? Hier, der Helikoptertyp. Aber wo ist jetzt dieser NPC, der da gerade runter war? Okay. Okay, der Helikopter. Wir versuchen einfach mal zu flüchten.
Der DeLorean ist ein sehr geländiges Fahrzeug. Also muss ich echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier mit dem Ding auch so gut durch die Gegend kommen. Und weiter geht's mit 5 Sternen. Zumindest ist der Helikopter jetzt aber noch nicht da, ey. Nein, ich stopp nicht mein Car, ey. Bin ich behindert. Die Karre lässt sich echt gut steuern. Also wer mal Bock drauf hat, auch vom Handling her, das Auto hier ist wirklich richtig gut. Oh nein, in der Luft haben jemand Reifen zerschossen. Respekt, ey. Ich würde aber gleich sagen, wir wechseln... Wow, wir wechseln gleich mal das Fahrzeug. Okay, ist der zweite Reifen oder war das jetzt... Ich weiß es nicht. So, I believe I can fly, Leute. Ja gut, bin ich ja nicht weit geflogen. Und wieder runter. Ich würde sagen, es ist Zeit, das Fahrzeug zu wechseln. Oh, das war der nächste Reifen. Jetzt hänge ich fest. That's it. Okay, wir steigen mal aus. Nope! Wir steigen nicht mehr aus. Da gehe ich hin, Leute. Aber da waren einige Autos, seht ihr das? Wir haben richtig Action gemacht. Coole Runde. Neues Fahrzeug. Diesmal den DeLorean, eben der flugfähige, aber als... Ey! Ah, voll daneben geworfen, Mann. Diesmal aber als Fahrversion 3:1 und... Bam! Oh! Ich rede gerade drüber, dass wir fahren. Und dann, ja, hebt der Reif ab. Fahrzeug brennt noch nicht. Noch nicht. Okay, das sieht schwer nach einem Unfall aus. Okay, Pause. Wow, irgendwas hat es daneben gerade zerrissen. Ich muss unbedingt mein Auto gleich... Ja, Wahnsinn, diese erste C4, diese Mini-C4, zerreißt mein Fahrzeug gleich übelst. Wir müssen zur Vehicle Options, oder? Fix and clean. Nicht auf Nachladen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, auf sich zu drehen. Okay, krass. Haben wir noch überlebt. Aber ihr habt ja selbst gesehen, wie es da gerade die anderen Fahrzeuge zerlegt hat. Das war recht übel, ey. Zieht euch das mal rein, ey. Warum kreischen da hier so Schweine rum? Hier ist doch niemand mehr. Dann habe ich die auch gerade weggehauen. Oh, Polizei. Sind, sagen wir, was quietscht denn hier so? Habe ich ein Schwein im Auto oder was ist das? Leute, hört ihr das auch? Das quietscht doch die ganze Zeit. Habe ich irgendwo ein Schwein eingepackt? Es klingt so, Leute. Was ist da los? Warum quietscht da so ein Schweinchen? Soll ich würde sagen, 3 Sterne ist ganz okay. Wir werden jetzt mal gleich innen umsatteln. Und zwar in die Fly-Version. Ich weiß nicht, habe ich hier Raketen oder so? Nee. Kann ich hier rausschießen? Auf jeden Fall fliegen wir jetzt mal weg hier. Ich wurde auch gefragt, warum ich denn Sheriff und FIB-Skins habe. Und mir ist nicht eingefallen, warum das so sein könnte. Jetzt aber gerade, ich habe ja auch World of Variety installiert. Das ist ein Mod, der viele verschiedene Fahrzeuge und wahrscheinlich auch Helikopter spawnen lässt. Und ich glaube, mit World of Variety habe ich die Skins bekommen für diese Flugzeuge und Helikopter. Mal gucken, ob wir darauf landen können. Nur aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie verkacke gerade. Oh, und schon fast verkackt. Sehr gut. So, erstmal hier den Helikopter sich verabschieden lassen. Oh, das war auch knapp. So, ich komme hier gerade ein bisschen vor wie bei Arma auf diesem Sniper Tower. Schön. Daneben ist noch einer. Guck mal, da oben stehe ich. Oh, ich stehe... Oh, was mache ich denn mit meinen Flipflops? Kann ich mal bitte stehen bleiben? Nicht da runterfallen, Ralf? Nein. Guck mal, wie grimmig ich gucke, ey. Ich glaube, ich falle hier gleich runter, Leute. Wow. Okay, ich falle hier runter. Ganz kurz. Options. God-Mode. Sorry, ich muss cheaten. Ich will nicht sterben.
Yay! Okay, und wieder zurück. ich will ja nicht runterfallen. Das einzig Blöde ist, dadurch, dass ich jetzt die Kamera benutzt habe, habe ich keinen. Bin nie mehr gesucht. Aber das ändern wir schnell. Wie schlecht ich schieße. Nein, bleib hier, du Arsch. Yes, endlich, ey. Okay, God-Mode wieder ausmachen natürlich. Aha, Damage to Property haben wir. Mal ganz kurz gucken, ob ich hier bei Weapons auch Infinity Armor anhaben kann. Unlimited Ammo, wunderbar. Aber sonst habe ich mit dem Raketenwerfer gleich keinen Spaß mehr. Ach, ja, ich dachte schon, ich kriege den nicht, ey. Also ganz ehrlich, von hier oben macht es eine mega, mega Laune, die Fahrzeuge einfach abzuknallen. No! Ich habe gerade C4 darunter geworfen. Und die Explosion hat mich komplett weggerissen. Das war kacke. Naja, gut, Leute. Das war meine Folge mit dem DeLorean. Guck mal, wie ich da abhebe wie Jesus. Yay! Was zur Hölle passiert hier gerade? Das Game. Dieser Slow-Mo-Mode. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Das war eine Jagd-mich-Folge mit dem DeLorean. Cooles Fahrzeug, tolles Modell. Sieht echt schick aus. Ich habe es nur wieder mal mit dem C4 übertrieben. Ihr seht es hier. Und Ralf macht hier einmal den Jesus in die Luft. Ich habe auch echt keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber that's it. Danke fürs Reingucken, ich bin draußen, checkt auch die Endcard und wenn es euch gefallen hat, liked das Video. Dankeschön, peace out!